Mit Season 1 ist noch ein großer Patch dazugekommen, der auch viele Sachen im Zombie-Modus gepatcht hat. Wir schauen uns heute mal die Patch-Notes an und gucken uns nochmal an, was wir heute mit dem Season 1 Update bekommen. Das Update startet um 18 Uhr. Und ich werde natürlich auch live dabei sein, deswegen schaut gerne vorbei. Falls ihr in Zukunft solche News-Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und jetzt viel Spaß! Falls ihr Bock auf einen extrem leckeren Gaming-Booster habt, ohne Zucker, ohne Taurin oder sonstigen Bullshit, schaut gerne mal bei meinem Partner Holy vorbei. Dort bekommt ihr mit dem Code MAYBE 10% auf eure Bestellung und könnt mich gleichzeitig noch unterstützen. Vielen Dank. Für den Zombie-Modus bekommen wir als allererstes natürlich eine neue Waffe, die Krieg C, und wir bekommen noch die SAUG-SMG. Diese werden wir ab heute spielen können. Und dann haben wir noch die Serene Shotgun, die wird es leider erst in der Season geben, sowie die Bohrmaschine. Und das wird eine Eventbelohnung, da wird es also auch ein Event für geben. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, sieht sehr cool aus. Wir werden sogar den Dragon's Breath-Aufsatz für den Zombie-Modus zum Start von Season 1 bekommen. Also wir werden Feuer-Shotguns im Zombie-Modus benutzen können. Vielleicht werden dadurch die Shotguns noch ein bisschen besser. Die anderen Aufsätze bekommen wir dann erst in der Season. Zum Start der neuen Season werden wir auch die Handkanone bekommen. Das wird eine Score-Streak sein, die vielleicht ganz gut sein wird, um Elite-Gegner auszuschalten. Da bin ich mal sehr gespannt. Wir werden diese Season auch unser erstes Event bekommen, und zwar das Hitlist-Event. Da werden wir diese Serene Shotgun und die Bohrmaschine bekommen. So wie ich verstanden habe, wird dieses Event dann auch im Zombie-Modus spielbar sein. Zumindest wurde immer gesagt, dass wir dieses Jahr wesentlich mehr Events bekommen, die auch für den Zombie-Modus angepasst sind. Also da bin ich mal sehr gespannt. Es gibt aber auch Leaks, dass wir wieder ein Jingle Hells-Event bekommen, also so wie damals in Cold War. Also so ein Weihnachts-Zombie-Event, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ab heute können wir auch den Guided Easter Egg-Modus spielen. Also ihr könnt, wenn ihr das Easter Egg noch nicht gemacht habt, das über diesen extra Modus spielen. Hierbei wird man geleitet sozusagen. Alle Nebenquests, Sam-Prüfungen, Rampage-Inducer sind alles deaktiviert. Die Runden sind abhängig von bestimmten Schritten im Verlauf der Hauptquest begrenzt. Das Maximum liegt bei Runde 15, also der Bosskampf wird nicht stärker als in Runde 15. Die Chance, einzigartige Calling-Card-Belohnungen für das Abschließen der Hauptquest für Liberty Falls oder Terminus zu erhalten, bevor der Directed-Mode of Life geht, erlischt mit dem Start von Season 1. Also ihr bekommt zwar noch eine Visitenkarte für das Abschließen der Hauptquest und ihr bekommt auch den Maya-Skin und den Raygun-Skin, wenn ihr die Easter Eggs abschließt, aber die spezielle Visitenkarte für die Leute, die es vor dem Directed-Mode geschafft haben, die bekommt ihr nicht mehr. Also das war das, was wir zum Start von Season 1 für den Zombie-Modus bekommen. Der Rest kommt dann mitten in der Season oder über die Season verteilt. Jetzt kommen wir zu den Patch-Notes, die mit Season 1 jetzt behoben wurden. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Entschärfungsfortschritt manchmal nicht gespeichert wurde, wenn der Spieler die Entschärfung während der Hauptquest-Schritts Apokalypse-Protokoll abbrach. Also beim Bombenentschärfen-Step könnt ihr jetzt zwischendrin abbrechen und dann wieder neu anfangen, die Bombe zu entschärfen, und der Fortschritt wird dann gespeichert bleiben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für Solo-Easter Egg-Runs. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Betreten eines Kasimirs nach Abschluss der Hauptquest den Spieler in die Boss-Arena teleportierte und ihn niederstreckte. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Laden eines gespeicherten Spiels nach dem Freischalten der Pack-a-Punch-Maschine dazu führen konnte, dass es bei einigen Türen zu inkonsistenten Kollisionen kam. Okay. Ein Problem während der Hauptquest wurde behoben, bei dem das gleichzeitige Verbinden beider Knotenverbinder zu überlappenden Sprachzeilen führte. Der Standort des Munitionslagers auf dem Küstenpfad wurde geändert. Also sie haben hier die Munitionsboxen woanders platziert, was interessant ist. Dann kommen wir zu Liberty Falls. Hier haben wir eine sehr coole Änderung für Easter Egg Runs. Der erste Mängler, dem der Arm abgesprengt wird, wurde aktualisiert, sodass er immer eine Mängler-Kanone fallen lässt und nicht nur der erste Mängler, der erscheint. Also damit kann man auf jeden Fall schneller die Jetgun bauen, wenn man hundertprozentig weiß, wenn du die Mängler-Kanone abschießt, lässt er sie auch fallen. Ein Problem wurde behoben, bei dem Blanchard während einiger Dialoge nicht anwesend war. Kommen wir jetzt zu einer sehr coolen Sache, was den Zombie-Modus betrifft. Und zwar wurden die Waffen angepasst. Also
Wir haben vor kurzem ja Änderungen im Multiplayer bekommen, die dann auch auf den Zombie-Modus angewendet wurden, zum Beispiel bei den Sturmgewehren oder MPs. Das haben sie wieder behoben und sie werden in Zukunft hier nicht die Änderungen so gleich machen wie im Multiplayer, sondern der Zombie-Modus bekommt eigene Anpassungen, was sehr, sehr wichtig ist für den Zombie-Modus. Zusätzlich haben sie hier versucht, die ARs, also die Sturmgewehre im Zombie-Modus zu verbessern. Bei allen ARs wurde der Packe-Punch-Basisschaden und der gesamte kritische Schaden erhöht. Obwohl sie an einigen Stellen das Wort verringert sehen, ist die Leistung dieser Waffen insgesamt immer noch verbessert. Und zusätzlich haben sie auch noch den HE1-Launcher verbessert, damit er beim Aufhalten von Zombie-Horden nützlicher ist. Beim Packe-Punchen verfügt er jetzt über mehr Munition und eine größere Explosion mit mehr Gesamtschaden. Also wer den schon auf Gold gemacht hat, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich zum Beispiel habe ihn noch nicht auf Gold gemacht und bin sehr froh, dass ich damit gewartet habe, denn jetzt wird er wesentlich besser sein. Wir schauen uns einmal die Verbesserungen an. Zum Beispiel bei der Amos haben wir jetzt 3 mehr Bonusschaden pro Kugel. Der kritische Multiplayer ist ein bisschen hochgegangen und wir kriegen mehr kritischen Damage pro Hit. Die AK-47, die wurde auch verbessert. Hier haben wir sehr viel mehr kritischen Schaden und 31,6 normalen Schaden, das ist auch ziemlich hoch. Bei der AS-Wall haben wir 3 Schaden pro Kugel mehr. Kritischer Multiplayer ist ein bisschen runtergegangen, dafür der kritische Damage an sich ist hochgegangen. Bei der Model L haben wir auch 30,5 Damage jetzt und der kritische Multiplayer ist hochgegangen und der kritische Damage, der ist auch hochgegangen. Also die Model L könnte auch ziemlich gut sein jetzt. Die XM4 hat auch einen kleinen Buff bekommen, jedoch nicht ganz so extrem. Die GPR hat hier wirklich einen extrem guten Buff bekommen. Also wir haben jetzt wirklich fast 10 Damage pro Kugel mehr. Dafür ist der kritische Multiplayer ein bisschen runtergegangen, aber der kritische Damage an sich ist hochgegangen. Also die GPR könnte jetzt ziemlich gut sein. Das ist die Waffe mit dem meisten Damage pro Hit, zumindest bei den Sturmgewehren. Also AK, Modell L und die GPR muss man auf jeden Fall mal testen. Vielleicht könnten die wirklich die neuen besten Waffen sein. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Hier sehen wir dann den HE1-Launcher. Hier haben wir maximale Munition von 5 auf 11. Dann haben wir einen höheren Explosionsradius auf 4 Meter. Der mittlere Explosionsradius ist nochmal hochgegangen und der äußere Explosionsradius ist auch nochmal vergrößert worden. Dann wurde der Damage ein bisschen verringert im inneren Explosionsradius. Der mittlere Explosionsradius wurde erhöht und der äußere Explosionsradius wurde auch nochmal erhöht. Also overall wurde die Waffe wesentlich besser gemacht. Da bin ich mal gespannt. Den werde ich auf jeden Fall jetzt auf Gold spielen. Schauen wir uns jetzt mal ein paar Bugfixes an. Ein Problem wurde behoben, bei dem Tarnungen nicht auf Zombie-Builds, also Zombie-Bauarten, angewendet wurden. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Nachricht. Das muss ich heute auf jeden Fall ausprobieren, weil man hat irgendwie gar nicht mit Tarnungen spielen können, weil ich meistens die Waffen von der Wand hole über die Zombie-Builds, über die Zombie-Bauarten. Und da will man natürlich auch die Tarnungen drauf haben. An der Stelle, falls ihr nicht wisst, wie ihr diese Zombie-Bauarten macht, ich habe hier ein kleines Short-Video verlinkt. Das könnt ihr euch anschauen, da habe ich es jetzt mal erklärt. Ein Exploit wurde geschlossen, der es Spielern ermöglicht, 3 Waffen zu besitzen. Also an die ganzen Glitcher, das wird anscheinend nicht mehr funktionieren. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Wall-Buy-Seltenheit beim Laden in einen Spielstand zurückgesetzt wurde. Das ist auch sehr, sehr gut. Ich habe einen Highround nämlich noch bei 123, wo ich jedes Mal dann immer erst warten musste, bis meine GS45 an der Wand irgendwie wieder legendär wird und ich dann dort die Akimbo-Variante draufpacken konnte oder alle anderen Waffen. Also das ist wirklich eine sehr coole Sache für die Leute, die häufig mit Safe and Quit arbeiten. Ein Problem wurde behoben, bei dem gelbe Schadenszahlen angezeigt wurden, wenn mit der Strahlenkanone eine kritische Stelle getroffen wurde. Dann haben wir noch ein paar Fixes, was die Perks angeht, bei Schnellwiederbeleben. Erweiterung des letzten Wunsches, also das letzte Wunsch, Augment. Ein Problem wurde behoben, bei dem Dying Wish aktiviert werden konnte, wenn man aus großer Höhe sprang und dabei vor Fallschaden geschützt war. Das soll also nicht der Fall sein. Kommen wir zur Elementarlimo. Ein Problem wurde behoben, bei dem Elemental Pop die normale Aktivierung von Ammo-Mods verhinderte. Kommen wir zu Juggernog. Der Schildkrötenpanzer, das Augment. Der Schildkrötenpanzer wendet jetzt eine Schadensminimierung an, wenn er von einem Amalgam gepackt wird. Sonst wurde man gewone-hitted, so wie ich gehört habe, was auf jeden Fall nicht ganz so nice ist.
PhD Flopper. Ein Problem wurde behoben, bei dem das nicht aktiviert wurde, wenn man auf einer erhöhten oder geneigten Oberfläche wie etwa einer Treppe oder einem Hügel sprang. Bei den Kaugummis wurde dann ein Problem behoben, das dazu führte, dass Spieler, die durch Nahtoderfahrung wiederbelebt wurden, nicht alle ihre Perks behalten konnten. Die Beschreibung der Energiemine wurde angepasst, sodass nicht mehr elektrischer Schaden steht, sondern die Schadensart genauer wiedergegeben wird. Erhöhter Schaden durch Dark Flare von 20% auf 40% der maximalen Basisgesundheit der Zombies pro Tick. Also wir müssen auf jeden Fall mal das Dark Flare testen. Das hatte ja wirklich vorher gar keinen Nutzen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie gut Dark Flare jetzt ist. Dann haben wir noch ein paar Änderungen, was die Score-Streaks angeht. Ein Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass die Mutanten-Injection in der Nähe vom Wasser vorzeitig endete. Also man kann jetzt noch im Wasser mit dem Mutanten gehen. Also das war zumindest bei Terminus Island beim Exfil manchmal ein bisschen problematisch, dass du, wenn du das Wasser berührt hast, sofort deinen Mutanten verloren hast. Ein Problem wurde behoben, dass es den Spieler ermöglichte, ein Geschütz aufzuheben, während er Mutanten-Injection verwendete. Das geht anscheinend nicht mehr. Und wir haben jetzt einen reduzierten Schaden, den man selber bekommt durch dieses LDBR, also dieser Luftschlag, der sonst eigentlich unbrauchbar ist, weil man sich damit so viel Damage gemacht hat. Den kann man jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser benutzen. Bei Save and Quit gibt es auch einen Exploit, der geschlossen wurde, der das Behalten eines einer Sicherungsdatei ermöglichte, nachdem sie bereits geladen worden war. Das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht erlebt, aber anscheinend wurde es gepatcht. Dann gibt es noch einige Änderungen, was die Feinde betrifft. Ein Problem wurde behoben, bei dem durch Brainrot bezauberte Zombies den Spielern daran hindern konnte, eine Exfiltration abzuschließen. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Laden eines Spielstands den Rampage-Inducer deaktiviert, wenn dieser aktiv war. Ein Problem wurde behoben, bei dem Zombies Eingeweide auf die Endkamera warfen, wenn der Spieler das Match verließ, um das Spiel zu beenden. Bei Terminus, ein Problem wurde behoben, bei dem die Runde in seltenen Fällen nicht endete, nachdem alle Zombies getötet wurden. Das gab es auch bei Liberty, hatte ich letztens auch. Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Amalgam Spieler in Wände ziehen konnte, sodass sie stecken blieben. Das ist auch ein Horrorszenario, was ich von dem Mimic noch kenne aus MWZ. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Spieler beim Tauchen, während er vom Rückstoß von Patient 13 getroffen wurde, weiter geschleudert werden konnte als beabsichtigt. Und bei Liberty Falls, ein Problem wurde behoben, dass die Erscheinen der Monstrositäten in Fuller's Liberty Lane verhinderte. Also die Abscheulichkeiten konnten in dem Bowling nicht erscheinen. Als nächstes gibt es eine Änderung, was die XP betrifft. Man bekommt jetzt nur noch für die Waffe, die man zuletzt verwendet hat, XP, wenn man zum Beispiel einen Abschuss macht, wo der andere Spieler den Kill macht. Aber ich bekomme ja auch Punkte dafür, wenn ich den Zombie vorher angeschossen habe. Vorher ging das so, dass du zwei Waffen verwenden konntest auf einen Zombie. Und wenn ein anderer Spieler den erledigt hat, dann hast du für beide Waffen XP bekommen. Jetzt bekommst du nur noch mit der Waffe, wo du zuletzt den Zombie getroffen hast, die XP. Also so konnte man theoretisch zwei Waffen zeitgleich leveln. Kommen wir als nächstes zu den Herausforderungen. Hier wurden einige Visitenkarten bzw. Herausforderungen angepasst. Zum Beispiel bei der Liberated Dark Ops Challenge, wo du Liberty Falls in 30 Minuten abschließen musstest, konntest du speichern und beenden und dann vor dem Bosskampf, egal wie lange du gebraucht hast, dann speichern, beenden, dann wieder in das Spiel joinen und wenn du das dann geschafft hast, in 30 Minuten diesen Bosskampf zu erledigen, dann hat das gezählt. Das geht jetzt nicht mehr. Einen ähnlichen Exploit gab es bei Social Distancing und Invincible. Also hier kann man jetzt nicht mehr durch den Beitritt in ein laufendes Spiel diese Visitenkarten abschließen. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Herausforderung Harbinger of Doom abgeschlossen wurde, wenn ein gespeichertes Spiel geladen und eine Score-Streak verwendet wurde. Das war die Visitenkarte mit 100 Kills mit einer Score-Streak. Also bei mir hat die auch komplett komisch gezählt. Ich habe die bekommen, ohne dass ich 100 Kills mit einer Score-Streak gemacht habe. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Laden eines Spielstandes nach Runde 25 die Stick-and-Stones-Herausforderung abschloss. Also auch bei der Dark Ops Stick-and-Stones könnt ihr das nicht mehr so machen. Hatte man vorher machen können. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Dark Journey Challenge als nicht abgeschlossen angezeigt werden konnte, wenn Nebula mit 33 Waffen freigeschaltet und die Calling Card verliehen wurde. Also hier wurden einige Herausforderungen nochmal überarbeitet. Dann gibt es noch eine neue Änderung, was das AFK-Erkennungssystem angeht. Wir haben die Erkennungslogik aktualisiert, um festzustellen, ob ein Spieler während eines aktiven Spiels AFK ist. Die sollte die Anzahl falsch positiv AFK-Kicks in Zombies reduzieren.
AFK-Kicks waren Benutzeroberfläche zu ZM hinzugefügt. Okay, also es soll jetzt eine bessere AFK-Erkennung geben. Wenn man halt so kurz nur auf Klo ist und vorher die ganze Zeit gespielt hat, wird man vielleicht nicht direkt gekickt, wenn man 2-3 Minuten länger braucht. Schauen wir uns noch die letzten Änderungen an. Hier gehe ich aber auch wirklich nur auf das, wirklich Wichtige ein. Die Darstellung aller Gobblegums wurde zur besseren Lesbarkeit aktualisiert. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Rundennummer beim Laden eines Spielstands zunächst falsch angezeigt wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Waffenstatistiken in AAR die Startausrüstung der Spieler anzeigte, statt die Ausrüstung, mit der sie endeten. Beim Erreichen einer neuen persönlichen Höchstrunde wurde dem AAR ein Symbol für die höchste Runde hinzugefügt. Der Anzeigetafel wurde ein Timer hinzugefügt. Also wir können jetzt immer sehen, wie viele Minuten wir schon in dem Spiel sind. Beim Abholen von Intel wurde eine Benachrichtigung hinzugefügt. Dann wurden noch Probleme behoben, was die Mutantenspritze angeht, dass das Sprinten irgendwie nicht funktioniert hatte oder die Grafikeffekte da nicht funktioniert haben oder bei dem die Charaktereffekte von Brutus während der Mutanteninjection vorhanden waren. Und ansonsten gab es noch natürlich standardmäßig Stabilitätsprobleme. Also hier gab es auf jeden Fall super, super viele Änderungen, was den Zombie-Modus betrifft. Und ich finde es echt gut, wie Treyarch aktuell reagiert, dass super viel gepatcht wurde, dass Waffen verbessert wurden, dass allgemein ein paar Quality-of-Life-Features ergänzt werden. Und wir sind ja wirklich noch am Start von dem Spiel. Also da können wir uns darauf einstellen, dass hier weiterhin viele Updates kommen, damit das Spiel immer aktualisiert wird. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Schreibt mal gerne eure Meinung zu den Änderungen in die Kommentare. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.